Heute geht es zur Abwechslung einmal um die Landeshauptstadt München. Genauer gesagt, um das S-Bahn-Netz und um besondere Bahnhöfe der S-Bahn München. Wer an die S-Bahn München denkt, denkt wohl zuallererst an die unterirdische Stammstrecke zwischen dem Ostbahnhof und der Hackerbrücke, welche die Stadt unterquert. Die 5 unterirdischen Bahnhöfe hier sind in jeweils unterschiedlichen Farben gestaltet, um die Orientierung im Untergrund zu erleichtern. Die 3 hochfrequentierten Bahnhöfe Marienplatz, Karlsplatz und Hauptbahnhof haben separate Bahnsteige zum Ein- und Aussteigen. Eingestiegen wird links, ausgestiegen wird rechts der Fahrtrichtung. Man nennt das auch die spanische Lösung. Der Bahnhof Marienplatz liegt mitten in der Innenstadt. Er ist unterirdisch auf 2 Ebenen angelegt, um die zahlreichen Fahrgäste, die hier ein- und aussteigen, noch weiter zu entzerren und Aufläufe und damit einhergehende Verzögerungen zu verhindern. Generell ist hier unten immer was los und es kommen quasi ständig Züge. 91 Sekunden zwischen 2 S-Bahnen ist schon beeindruckend, denn auch, wenn man es hier unten gerne vergisst, dies ist keine U-Bahn, sondern eine Vollbahn. Tatsächlich ist der Stammstreckenabschnitt zwischen der Donnersberger Brücke und dem Ostbahnhof die meistbefahrene Bahnstrecke in Europa. Am Stachus, am Marienplatz und am Hauptbahnhof bestehen komplett unterirdische Umsteigemöglichkeiten zwischen der U-Bahn und der S-Bahn. Nur 3 von zahlreichen bequemen und schnellen Umsteigemöglichkeiten zwischen U- und S-Bahn. Denn das S-Bahn-Netz und das U-Bahn-Netz wurden in den 60er und 70er Jahren gleichzeitig geplant, gebaut, eröffnet und in den Jahrzehnten darauf erweitert. Der wohl außergewöhnlichste und spektakulärste Umsteigebahnhof ist wohl Neuperlach Süd. Hier teilen sich die U-Bahn und die S-Bahn einen Bahnsteig. Da der Bahnhof in Höhenlage liegt, stellt sich die nerdige Frage, gilt das noch als Brücke oder ist das vielmehr die wahrscheinlich kürzeste Hochbahnstrecke der Welt? Imposant ist es jedenfalls, was man hier in Neuperlach hingestellt hat. Während die U-Bahn ihrem Namen die Ehre macht und sofort im Untergrund verschwindet, so bleibt die S-Bahn im Obergrund und fährt über Aying zur Kreuzstraße. Am Bahnhof Kreuzstraße sticht einem sofort der höhengleiche Überweg ins Auge. Zwar gibt es noch so einige Fußgängerüberwege, wie zum Beispiel hier an der Ringbahn in Nürnberg, im Münchner S-Bahn-Netz, Reisendenübergänge, die in den Jahrzehnten nach und nach durch Brücken und Unterführungen ersetzt wurden, gibt es jedoch nur noch in Wolfratshausen und eben an der Kreuzstraße. Und natürlich gibt es auch, wenn auch nur wenige, stillgelegte Bahnhöfe. Diese S-Bahn hält lediglich am HP0 neben dem Empfangsgebäude des Bahnhofs Großhesselohe. Fahrgäste können hier schon seit Jahrzehnten nicht mehr ein- und aussteigen. An dessen Stelle wurde an der Isartalbahn ein neuer Bahnhof für Großhesselohe eröffnet, wobei dieser einst mehr Gleise hatte als heute, wie man an den Schotterresten erkennt. Einen Hauch von Nostalgie versprühen nicht nur die 420er, welche längst wieder zum Alltag auf dem Münchner S-Bahn-Netz gehören, sondern auch die alten Schilder in Eichenau und Puchheim, eine Station weiter stadteinwärts. Und dann wäre da noch Ismaning zu nennen. Ein Tunnelbahnhof an einer Stelle, an der man ihn nicht erwarten würde. Er ist einer von nur ganz wenigen unterirdischen Bahnhöfen außerhalb der Großstädte. Ein weiterer ist unter Föhring eine Station stadteinwärts. Die Frage nach dem neuesten Haltepunkt der Münchner S-Bahn bringt uns zurück auf die Stammstrecke. Der Haltepunkt Hirschgarten wurde erst im Jahr 2009 eröffnet. Die Zukunft der Münchner S-Bahn kann man eine Station weiter stadtauswärts in Leim schon tagtäglich erleben, wenn man hier aussteigt
und die Bauarbeiten für die zweite Stammstrecke hautnah mitbekommt. Der Fernbahnhof Pasing ist das westliche Ende der Stammstrecke. Eigentlich ein normaler Fernbahnhof ohne nennenswerte Besonderheiten. Es sei dennoch erwähnt, dass an den S-Bahn-Gleisen lediglich Pasing angeschrieben steht, genau wie übrigens am unterirdischen S-Bahnhof des Hauptbahnhofs lediglich Hauptbahnhof steht, allerdings nicht am Ostbahnhof. Bis zu dieser Woche, in welcher die Aufnahmen für diesen Kanal entstanden, kannte ich den Nahverkehr in München ausschließlich in Form von der U-Bahn, der Straßenbahn und des Stammstreckentunnels, welcher mich schon damals faszinierte, als ich die spanische Lösung sah und wie oft die Züge hier fahren. Warum auch nicht? Schließlich spielt sich mein Privatleben in der Stadt München ausschließlich im näheren Umkreis in der Innenstadt ab. Wieso sollte ich mit der S-Bahn hinausfahren? Dies hat sich jetzt im Zuge dieses Videos geändert und so entzauberte sich die S-Bahn auch in gewisser Weise. Und ich lernte, dass auch dieses scheinbar so luxuriöse und tolle S-Bahn-Netz seine Probleme hat. Dennoch, obwohl es hier, wie in jedem Netz, auch hin und wieder zu Störungen und Verspätungen kommt, hat München ein überdurchschnittlich gut ausgebautes und auch barrierefreies S-Bahn-Netz.